Am selben Tag etwa 500 Kilometer weiter nordöstlich. Mein Kollege Markus beginnt mit seiner Recherche. In der Stadt Albany befindet sich das New York State Archive. Hier sind Militärakten aus den ganzen USA archiviert und einsehbar. Mit der Personalnummer, die ich vom Privatdetektiv David erhalten hatte, kann Markus hier nach Mark Samples recherchieren. Das dauert. Doch nach einiger Zeit verlässt er das Gebäude mit einer neuen Information. Derweil bin ich immer noch im Hafen von Baltimore unterwegs. Excuse me, sir. Entschuldigen Sie bitte, ich suche diesen Mann. Er muss hier irgendwo im Hafen arbeiten. Er heißt Mark Samples. Das Foto ist schon sehr alt. Kennen Sie ihn? Noch nie gesehen. Fragen Sie mal im Besucherzentrum. Da war ich schon. Die haben mich hierher geschickt. Dann weiß ich es auch nicht. Danke. Sind wenig Leute unterwegs. In der Nebensaison kommen wenige Menschen hierher. Das merkt man, dass Nebensaison ist. Danke. Ah, mir hat Markus gerade eine Sprachnachricht geschickt. Muss mal hören. Hallo Julia, hier ist Markus. Du warst hier im Militärarchiv und haben nach Mark Samples recherchiert. Zu deinem Mark Samples habe ich hier nichts Neues finden können. Aber ich habe einen Kontakt zu einem Vorgesetzten von Mark bekommen, der auch damals in Panama stationiert war und ihn persönlich kennen müsste. Ich habe auch eine Adresse und ich werde damit mal weitermachen. Sobald ich was Neues herausfinde, sage ich dir Bescheid, okay? Hallo Markus. Ja, aber das klingt ja schon mal ganz interessant. Ich habe hier auch noch eine Spur, die ich weiter verfolgen muss. Und ich würde sagen, wir telefonieren dann einfach wieder. Ja? Mach's gut, viel Glück. Mensch, hier ist ja alles dicht. Da alle Buden sind dicht. Ach, hier. Office Space available. Harbor Place Administration. Hier ist die Nummer von der Verwaltung drauf angegeben. Von der Hafenverwaltung. Da rufe ich doch jetzt mal an. Ach, schade, die haben schon zu. Da ist nur das Band an. Also ich glaube, hier noch weiter rumzufragen, macht wenig Sinn. Ich komme hier nicht weiter. Ich möchte auf jeden Fall mit der Verwaltung sprechen, aber das kann ich erst morgen machen, wenn da wieder jemand ist. Am Nachmittag macht sich Markus auf den Weg. Der ehemalige Vorgesetzte von Lydias Vater ist laut Auskunft des Archivs in Vernon, New Jersey gemeldet. Er hat demnach mehrere Jahre gemeinsam mit Mark in Panama gedient. Gut möglich, dass die beiden noch Kontakt haben. Guten Abend. Darf ich Sie kurz was fragen? Ja, bitte. Mein Name ist Markus vom deutschen Fernsehen. Ich suche einen Joe Savastano. Was soll das hier? Wir drehen eine Dokumentation über eine Familienzusammenführung. Ich suche Joe Savastano, der hier leben soll. Tut mir leid, der lebt hier nicht. Wohnen Sie hier schon lange? Wir sind gerade erst eingezogen. Okay, kennen Sie den Vormieter? Wie war der Name? Joe Savastano. Nein, tut mir leid. Noch nie gehört? Nein. Dann höre ich mich weiter um. Fragen Sie am besten in dieser Richtung. Das mache ich. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte. Markus hört sich weiter um. Es wird langsam dunkel. Neblig ist es sowieso schon. Und niemand kennt einen Joe Savastano. Was hat das zu bedeuten? Handelt es sich hier schon wieder um eine Fehlinformation? Ich suche einen Joe Savastano. Hey, Joe. Hey, Schatz. Ja? I have some gentlemen here. They're from Germany. Hier ist jemand vom deutschen Fernsehen. Die suchen Joe Savastano. Du kanntest ihn doch, oder? Ja, er ist vor ein paar Jahren weggezogen. Aber Sie kennen ihn. You know him. Endlich ein Lichtblick. Der Vorgesetzte von Lydias Vater hat hier wirklich gewohnt. Markus erfährt, dass Joe aber vor einigen Jahren nach Weehawken, ganz in der Nähe von Manhattan, gezogen ist. Und der hilfsbereite Nachbar hat noch einen Tipp.
Ich habe ihn einige Jahre nicht mehr gesehen. Damals ging er jeden Tag ins Fitnessstudio. Er war verrückt nach dem Laufband. Eine Stunde wenigstens. Check mal die Gyms in Weehawken. Wenn er dann noch lebt, ist er garantiert dort irgendwo Mitglied. Adresse oder Arbeitsplatz kennen Sie nicht. Tut mir leid. Drück mir die Daumen. Hoffentlich finde ich ihn dort. Viel Glück. Danke, auf Wiedersehen. Am nächsten Tag. Markus geht der neuen Spur nach. Weehawken liegt am westlichen Ufer des Hudson Rivers, direkt gegenüber der Südspitze von Manhattan. Markus hört sich in den Fitnessstudios der Region um, denn dort könnte Joe möglicherweise täglich trainieren. Hi. Ich habe eine Frage. Ich suche einen Joe Savastano. Wen? Könnte sie mal nachschauen, ob er hier Mitglied ist? Er lebt hier in der Gegend und geht wahrscheinlich in einen der hiesigen Fitnessclubs. Wie war der Nachname? Savastano. S-A-V-A-S-T-A-N-O. Nein, bei uns ist er nicht. Kein Mitglied, aber danke, dass Sie nachgeschaut haben. Kein Problem, tschüss. Markus fragt sich weiter durch. Wenn Joe seine Gewohnheiten nicht völlig geändert hat, müsste er hier irgendwo täglich auf dem Laufband trainieren. Weehawken hat nur 13.000 Einwohner und deshalb auch nicht unendlich viele Studios. Irgendjemand müsste ihn doch kennen. Ich suche einen Joe Savastano. Ist er hier vielleicht Mitglied? Nicht, dass ich wüsste. Joe Savastano, nie gehört? Sorry, nein. Ich könnte den Besitzer anrufen. Vielleicht weiß der was. Haben Sie seine Nummer? Ich rufe ihn an. Worum geht's denn genau? Er ist befreundet mit jemandem, den wir suchen. Eine Tochter in Deutschland sucht ihren Vater und er ist die einzige Verbindung zu diesem Mann. Ich verstehe. Ich rufe meinen Chef mal an. Wie war sein Name? Joe Savastano. Hallo Albert. Sag mal, haben wir ein Mitglied mit dem Namen Joe Savastano? Der hilfsbereite junge Trainer erreicht seinen Chef und schaut gleichzeitig in seine Mitgliederliste auf dem Computer. Joe ist dort nicht verzeichnet. Doch der Inhaber erinnert sich an ein ehemaliges Mitglied mit diesem Namen. Er verspricht, dessen Kontakt rauszusuchen. Volltreffer. Okay, sounds good. Alles klar, in Ordnung. Bis dann. Sie sollen ihn nach 17 Uhr hier anrufen. Er ist der Besitzer und wird ab 5 hier sein. Hier ist die Telefonnummer. Okay, und wie heißt er? Albert. Und wenn er gerade nicht da sein sollte, sprechen Sie mit Cohen. Sie sind Brüder. Vielen Dank für die Hilfe. Viel Glück. Nur wenige Stunden später. Der Inhaber des Fitnessstudios hat Wort gehalten und Markus tatsächlich eine Telefonnummer von Joe besorgen können. Und so kann sich Markus unkompliziert mit Joe verabreden. Joe? Are you Joe? Hi, Markus? Yes. Hi. Hi. Hallo, danke, dass Sie Zeit für mich haben. Worum geht's denn? Es gibt da eine junge Deutsche namens Lydia. Sie sucht ihren Vater Mark Samples. Er war in Panama stationiert. Kennen Sie ihn vielleicht? Klar, wir waren beide in Panama. Also kennen Sie ihn? Ja, das tue ich. Ich habe hier ein Foto aus den 80er Jahren. Ja, klar, das ist er. Und in Deutschland war er auch? Genau, nach Panama ging er nach Deutschland. Dann ist er der Richtige. Meine Kollegin Julia versucht gerade in Baltimore mit ihm in Kontakt zu treten. In Baltimore? Mark Samples lebt nicht in Baltimore, sondern in Tennessee. Sind Sie da ganz sicher? Auf jeden Fall. Wir telefonieren zweimal im Jahr. Hat er denn mal in Baltimore gelebt? Nein, niemals. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Ja, wir sprechen zweimal im Jahr miteinander. Würden Sie mir seine Telefonnummer geben? Na klar, mein Handy ist im Wagen. Wollen Sie kurz mitkommen? Das wäre prima. Vielen Dank. Direkt vor Ort ruft Markus mich an, als ich gerade auf dem Weg zur Hafenverwaltung in Baltimore bin. Hallo Markus, wie geht's dir? Mir geht's gut. Gibt's was Neues? Es gibt tatsächlich was Neues.
Ich habe Marks Vorgesetzte von damals getroffen und ist 100% sicher, dass er der Richtige ist. Aber pass mal auf, jetzt kommt es. Der hat nie in Baltimore gelebt und der wohnt nicht da. Also der wohnt in Tennessee. Das gibt's doch nicht. Das würde ja bedeuten, ich bin auf der falschen Spur. Somit muss mir der Privatdetektiv die Adresse eines anderen Mark-Samples gegeben haben. Markus verspricht mir, die Telefonnummer des offenbar Richtigen, also Lydias Vater, direkt per SMS zu schicken. Alles klar, tschüss. Also das ist ja ein Ding. Dieser Vorgesetzte hat Mark eindeutig auf dem Foto erkannt. Das muss ja jetzt der Richtige sein. Ich werde das sofort anrufen. Hallo, hier spricht Julia aus Deutschland. Ich würde gerne mit Mark Samples sprechen. Bin ich da richtig? Der lebt hier. Okay. May I ask you, ist es Ihr Mann? Das ist er. Ich bin auf der Suche nach ihm. Er ist für ein paar Wochen nicht zu Hause. Darf ich fragen, ob er vor vielen Jahren mal in Panama stationiert war? Ja, das war er. Und in Deutschland war er auch? Genau. Wie heißen Sie? Diana, hi. Hallo Diana. Ich habe für ihn und natürlich auch für Sie eine große Überraschung. Hat Mark Ihnen erzählt, dass er in Deutschland eine Beziehung hatte? Das hat er. Okay, very good. Sehr gut. Deswegen rufe ich an. Sie müssen wissen, dass er eine Tochter in Deutschland hat, Lydia. Sie ist 29 Jahre alt. 29 years old. Wow. Das ist hoffentlich jetzt keine böse Überraschung für Sie. Nein, gar nicht. Oh, perfect. Lydia sucht verzweifelt nach ihm. Sie möchte ihn so gerne kennenlernen. Das sind wirklich großartige Nachrichten. Really? Wirklich? Yeah. Oh, Diana, das macht mich gerade sehr glücklich. Ich bin sehr erleichtert. Marks Frau Diana ist überrascht, aber gleichzeitig begeistert von der Nachricht über den unverhofften Familienzuwachs. Über Marks Vergangenheit in Deutschland wusste sie Bescheid. Okay. Danke, ich melde mich. Auf Wiederhören. Bye. Tschüss. Oh, ich glaube, die habe ich jetzt schon sehr überfallen, aber sie hat eigentlich ganz positiv reagiert. Ja, Mark ist zwar gerade nicht zu Hause, aber ich habe ihn gefunden. Ich konnte deinen Papa finden. Ich habe dann mit ihm am Telefon gesprochen und ich habe ihn nach Deutschland eingeladen. Dazu möchte ich dir jetzt gern was zeigen. Okay? Der Flughafen Köln-Bonn. Wenn jetzt alles gut geht, kann ich in wenigen Minuten mit Lydias Vater Mark persönlich sprechen. So, also der Flieger müsste gelandet sein. Das heißt, Mark müsste jetzt eigentlich hier sein. Ich hoffe, dass alles geklappt hat. Bin gespannt. Da kommen Leute. Der ist aber nicht dabei. Der ist zu jung. Ich kenne ihn ja vom Foto, also ich müsste ihn, glaube ich, schon gleich wiedererkennen. Da kommt auch jemand. Ich glaube, das ist er. Das könnte sein. Bist du Mark? Der bin ich. Willkommen in Deutschland. Danke. Wie war die Reise? Sehr gut, aber lang. Wie fühlst du dich? Ein wenig müde. So, come with me. Dann komm mal mit. Ich bin froh, dass du da bist. Vielen Dank. Wie wirkt er auf dich? Es war gerade so komisch, seine Stimme zu hören, weil ich immer nur das Bild gesehen habe. Und der ist irgendwie auch gar nicht alt geworden. Dein Vater und ich haben uns dann unterhalten und hab mir seine Geschichte erzählt. Mhm. Das zeige ich dir jetzt, okay? Mhm.
Mark, now that you know Mark, wie fühlst du dich, nachdem du jetzt weißt, dass deine Tochter nach dir sucht? Do you feel about it? Da sind viele verschiedene Gefühle. Ich bin ängstlich und aufgeregt. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Ich bin so stolz auf sie, dass sie mich gefunden hat. Es fällt mir schwer, das zu erklären. Ich liebe sie und habe sie schon immer geliebt. Das wird ihr sicher sehr viel bedeuten. Wie kam es, dass du damals nach Deutschland gekommen bist? Ich wurde damals für 3 Monate nach Deutschland in eine Militärbasis als Elektroniker geschickt. Anschließend sollte ich wieder zurück nach Panama. Wie hast du Lydias Mutter kennengelernt? Ich traf sie in einem Gasthaus und war sofort hin und weg. Wir gingen ein paar Mal miteinander aus. Wir waren sehr verliebt und wollten für immer zusammenbleiben. Als mein Auftrag erledigt war, musste ich wieder zurück nach Panama. Wir blieben eine Zeit lang in Kontakt. Ich weiß nicht warum, aber dann brach der Kontakt ab. Ich bin damals in Panama ständig von Basis zu Basis versetzt worden und war viel unterwegs. Das war bestimmt mit ein Grund dafür. Ich bereue es sehr, dass wir den Kontakt zueinander verloren haben. Lydia hat es verdient zu wissen, wer ihr Vater ist und hätte ein Teil meines Lebens sein sollen. Ich fühle mich furchtbar. Das war bestimmt sehr schwer für sie. Ich hoffe, sie kann mir vergeben. Sie ist dir nicht böse. Sie ist nur sehr traurig darüber, dass ihr so viel Zeit verloren habt. Ich auch. Ich kann dir nicht sagen, wie schlecht ich mich fühle. Ich hoffe, wir können wieder zusammenfinden. Ich würde so gern ein Teil ihres Lebens sein. Kannst du mir sagen, wie es dir nach deiner Rückkehr nach Panama ergangen ist? Ich ging in Panama wieder meiner Arbeit nach. Irgendwann traf ich meine Ex-Frau. Wir sind schon seit 14 Jahren geschieden. Mit ihr bekam ich 2 Söhne. 1996 sind wir dann von Panama in die USA gezogen. 2003 verließ ich die Armee und ging nach Nashville. Keiner meiner Söhne ist verheiratet oder hat Kinder. Sie liegen mir sehr am Herzen. Mir geht es also soweit ganz gut. Du hast noch nie ein Foto deiner Tochter gesehen. Das stimmt. Ich habe dir welche mitgebracht. Das ist Lydia. Das ist Lydia, als sie noch ein Baby war. Wunderschön. Hier ist sie als kleines Schulmädchen. Das ist schon hart. Ich habe so viel verpasst. Und das ist deine Tochter heute mit deiner kleinen Enkelin Liamika. Meine einzige Tochter und mein erstes Enkelkind. Das ist wundervoll. Sie sind beide wunderschön. Du kannst sehr stolz auf sie sein. Lydia, meine Tochter, ich bin für dich da. Ich möchte unglaublich gerne Teil deines Lebens sein. Ich kann es gar nicht erwarten, dich endlich kennenzulernen. Ich freue mich mehr darauf, als du dir vorstellen kannst. Meine Tochter, ich bin hier. Ich liebe dich. Ah, wie schön. Ich bin gerade so glücklich. Aber wir machen das Glück noch vollkommen, oder? Ich glaube, dann falle ich gleich um. Der ist ganz nah. Der steht nämlich hier vor der Tür. Ehrlich? Damit mache ich keine Scherze. Sollen wir zu deinem Papa gehen? Ja. Komm.
Vor 30 Jahren, noch vor der Geburt seiner Tochter, verlor Mark den Kontakt zu ihrer Mutter, als er zurück nach Panama musste. Lydia musste ohne ihren Papa aufwachsen und litt ihr ganzes Leben unter der Situation. Jetzt endlich können Vater und Tochter zueinander finden. Lydia, jetzt ist es soweit. Du kannst rausgehen zu deinem Papa. Mark kann nun auch seine Enkelin Lia und seinen Schwiegersohn Matthias kennenlernen. Nice to meet you. I'm so happy. Yeah, me too. Das ist immer das beste Bild. I'm very happy. You're very welcome. Alles Gute. Alles Gute. Eine Woche bleibt Mark bei seiner Tochter und deren kleiner Familie in Deutschland. Zeit, um sich erst einmal näher kennenzulernen. Und auch wenn das vielleicht nicht immer möglich ist, beide wollen die verlorene Zeit, so gut es geht, gemeinsam nachholen.